Ich eröffne die 58. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Kolleginnen und Kollegen, zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 4 und 16 bis 18 noch eingegangen und an ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Abschiebungen nach Afghanistan, Drucksache 19/2681. Die Dringlichkeit wird bejaht, das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 82 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 80 und 49 zu diesem Thema aufgerufen werden. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis ca. 18 Uhr ohne Mittagspause und fahren fort mit Tagesordnungspunkt 19, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2016, Haushaltsgesetz 2016, Drucksache 2662 aus 19 zu 2307 aus 19. Gestern hatten wir die Debatte zu Einzelplan 02 und beginnen dann gleich mit Einzelplan 01. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe. Mit Einzelplan 03 wird Tagesordnungspunkt 30 aufgerufen. Einzelplan 06 wird in Verbindung mit Einzelplan 17 und 18 besprochen. Mit Einzelplan 07 werden die Tagesordnungspunkte 39, 41 und 45 aufgerufen und mit Einzelplan 09 der Tagesordnungspunkt 31. Es fehlen heute entschuldigt Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ab 12.45 Uhr und Herr Abg. Jürgen Banzer und Herr Abg. Thomas Spieß. Ich darf noch darauf hinweisen, dass um 13 Uhr die Ausstellung „Mensch, du hast Rechte“, das mobile Lernlabor der Bildungsstätte Anne Frank in der Ausstellungshalle eröffnet. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, diese Ausstellung zu besuchen. Finden werden Sie sie, glaube ich.